Hallihallo, heute ist Rudolf-Tag. Yeah, hello everyone, today is Rudolf Day. And actually this is a collaboration with Sandra Rettig. Ja, und das ist eine Zusammenarbeit mit der lieben Sandra Rettig. Und ihr seht, ich mische mir hier meine Farben. Und die erste Farbe ist das Sandelholz. Das ist von Octopus. Und das gebe ich in meine Form. Dann nehme ich ein Glitter, das heißt Fireside von Laura's Art Corner. Und dann mixe ich mir noch ein bisschen Schwarz. Ja, yeah, my first color is the Sandalwood from Octopus. It's a resin ink. Then my second color is the Fireside Red Glitter from Laura's Art Corner. And then finally I'm mixing a tiny bit of black. So this is for my first layer. And the mold has this Rudolph design, which stands out and gives later a very nice 3D effect. So I really adore this mold. Ja, und das Ganze werde ich dann als erste Lage in die Form gießen. Und dieser Rudolph, der steht so ein bisschen ab. Also da ist eine Vertiefung in der Form. Ihr seht das ja jetzt hier und das gibt einen wunderschönen 3D-Effekt. So, now I'm starting with my brownish orange tone, because I thought this might be a nice color for it. And I'm just pouring where I think it should be brown. Ja, ich nehme mir jetzt hier meinen braun-orangen-Ton und gieße mir halt an den Stellen, wo ich gerne diese Farbe hätte, halt an den Hörnern und ja, an dem Körper von unserem kleinen Rudi. Yeah, I have a little bit problems because it's static and you see, I have real problems pouring. I don't know, that was a static day, I guess. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen Probleme, weil das ist irgendwie alles statisch aufgeladen und dementsprechend treffe ich nicht immer so den Rudi. Aber das ist alles kein Problem. Ihr könnt das hinterher, wenn es ausgehärtet ist, die erste Schicht, könnt ihr das einfach mit so einem Crepe-Klebeband wieder lösen. Dann habt ihr auch diese kleinen Klickereien weg. Ja, yeah, you can easily get off the little spots at the side with the tape once the resin is cured and hardened. So now I put some Psycho Gold into my cup and I want to pour it on top of the horns of the little Rudi, and I thought it might be nice for a little shimmer. Ja, ich habe mir hier dieses Psycho Gold von der Laura in mein Becherchen gegeben. Und ich gebe das jetzt so an den Hörnern entlang. Ich habe gedacht, das gibt nochmal einen schönen Glitter und vielleicht auch so ein bisschen noch mehr Tiefe in mein Guss. Also mal abwarten, wenn es halt entformt wird. So, next color is the glitter. And yeah, of course, the nose needs to be bright and red. So, this is Rudolph. Ja, und dann habe ich halt das Glitter in die Nase gegeben, damit das richtig schön auffällig rot ist, so wie es halt beim Rudi immer so ist. Und dann nehme ich mir ein ganz dünnes Stäbchen und tropfe mir praktisch das Schwarz für die Augen in die Form. Then I used a very thin popsicle stick and I just did the eyes. So, and now it's cured and you see I already cleaned up my mess. Ja, es ist jetzt ausgehärtet und ich habe dann halt meine Kleckereien auch entfernt. And now I'm pouring the White Lily. It's a white mica from Petra Jungblut. And I'm pouring it at the bottom of my mold. Ja, dann habe ich mir das White Lily von der Petra Jungblut angemischt und das gieße ich mir am unteren Rand der Form. And then I'm taking the clear resin. And I'm just pouring at the edge of the white. Ja, dann habe ich mir mein klares Harz genommen und das gieße ich jetzt an der Kante von dem Weißen. Und dann nehme ich mir wieder Weiß und gieße nochmal.
Das soll so eine kleine Schneeoptik werden und ja, schauen wir einfach mal. Yeah, this should be my snow and just wait and see how it goes. And now I'm just filling up my mold with the clear resin, so I have some clear. Because I need some clear resin for the next step, so yeah, I tell you later. Ja, und dann habe ich das Ganze mit klarem Harz aufgefüllt. Will natürlich nicht, dass der Schnee so nach oben steigt. Und ja, ich schub's mir erst so ein bisschen nach unten. Und was ich später mache, ich gebe die Form in eine Schrägstellung, sodass das Weiß wirklich unten bleibt. So, later on, I also put my mold in a skewed position, so that my white, which is my snow, stays on the bottom of the mold. This is what I thought might be best. And then we are almost ready for the next layer. So I also needed some clear resin for the next layer, but you will see in a second. So this is now the next step. And I want to make snowdrops. So I thought I use the raindrop technique. I mixed again my white, the white lily, and I have some UV resin and I'm placing the drops. And that's why I needed a little bit of a clear layer there, because if you put the UV resin straight on the mold, it's not good, you ruin your mold. Ja, ich habe mir jetzt praktisch UV-Harz angemischt und ich gebe hier praktisch Schneeflocken, Schneepünktchen in meine Form hinein. Und die Form, ich hatte ja klares Harz reingegeben und das habe ich gemacht, weil wenn ihr das UV-Harz direkt auf die Form gibt, dann könnt ihr euch eure Form ruinieren. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr da bei den Formen immer eine kleine, dünne, klare Schicht habt, dann mit dem UV-Harz arbeitet. Und ja, so, das sind jetzt meine Schneeflocken. So, these are now my snowflakes and I'm using the UV light. I think I let it cure like 30 seconds. Yeah, I needed to search it, so it took a while. Ja, und dann nehme ich mir mein UV-Licht und das Ganze härtet jetzt so für circa 30 Sekunden. Dann ist das okay. And now I'm just using my dotting tool and check if everything is okay, but it's hard. Ja, und dann habe ich das Dotting Tool genommen, einfach mal kurz zu gucken, ob alles okay ist. Es war okay. So, und dann kommt der nächste Schritt. Also es ist ein sehr langes Video und ich habe mir hier das Mystery Blue, heißt das glaube ich, oder Mystic Blue von Octopus, habe ich mir angemischt und da habe ich mir ein bisschen von dem White Plumeria von Laura's Art Corner reingemischt und es gibt so einen ganz leichten Schimmer. Ja, I mixed my resin with the Mystic Blue, I think it's a color from Resin Ink from Octopus. And I mixed a little bit of the white Plumeria from Laura's Art Corner in there. So it has a nice shimmer. And this shimmer or glitter has the advantage it doesn't drop straight away. It's not just like a block shimmer or glitter color. So I thought that would be nice. So, und dann habe ich gedacht, ich nehme mir so ein bisschen Glitzer. Und dann nehme ich praktisch den Silber Dazzler von Laura's Art Corner und ich bestreue mir das so ein bisschen. Yeah, and then I took the Silver Dazzler from Laura's Art Corner and I'm just pouring it randomly on top of my mold or my blue color. So I thought this would be maybe a nice effect. I hope I can see it later also. You know, I always feel like cooking when you do different things. You add this, you ingredient that, and
Ja, manchmal fühlt es sich an, als wenn man in so einem Kochpot rumrührt. Also man hat da noch was, was man hinzufügt und hier noch ein bisschen. Und ja, ich habe gedacht, mit dem Glitter, das sieht ganz nett aus. So, and now another step, and I want to add some fairy lights. So I bought some colored fairy lights, and you see, I already banded them. I put always two lights together, and now the challenge starts with the UV resin. I will show you the first one what I'm doing, and then you see how it goes. It's a challenge and takes also a little bit time. Ja, und dann habe ich mir halt meine Lichterkette zurecht gemacht. Die hat verschiedene Farben. Ich habe mir immer zwei von diesen kleinen Lämpchen zusammengedreht und habe dann praktisch mir den Draht zurückgebogen. So, und jetzt kommt die schnelle Aufnahme. Da seht ihr, ich wollte euch da auch nicht zu sehr quälen. Da seht ihr auf jeden Fall, wie ich dann die Lichterkette installiere und nehme natürlich dafür UV-Harz. So, I installed my fairy lights and now I can do the back layer and it's the last layer and I mixed my resin with mica and it's called Cosmic Crush. So I thought it might be a nice finishing off. So, ich habe jetzt die Lichterkette ja installiert und habe dann mein Resin mit Cosmic Crush heißt das, glaube ich, angerührt. Habe das in meine Form gegeben und danach habe ich noch ein bisschen von dem Harz gehabt mit dem Mica und habe dann noch ein bisschen von dem Mystery Blue zugefügt. Und ja, das ist dann meine letzte Schicht. So, I also had a little bit left from the Cosmic Crushed. So I thought I put some of the Mystic Blue for my last on top of this, and I thought it's a nice finishing off of this pour. So, yeah, I'm really, really curious how this is now gonna turn out. Unfortunately, my fairy light is now quite high. Also meine Lichterkette und der Anschluss, der ist jetzt ziemlich hoch. Aber naja, so, my piece has cured. And time for the molding, and I'm so curious about the outcome. Ja, ich bin so neugierig, wie das Ganze ausgeht. Es ist Zeit zum Entformen. Alles ist ausgehärtet und ich bin echt mega gespannt. Also Lichterkette funktioniert. The fairy lights are working, and now it's really time for the molding. I'm so, so curious, but I love the effect there, what it did on the background. Ja, ich finde den Effekt hier auf der Gießseite finde ich wahnsinnig. So, and now I'm getting Rudi out. Und Rudi kommt jetzt gleich raus. Whoops. And that's Rudi out. And look at that. Look at him. Ja, schaut euch den Rudi an. Ich finde den echt wunder, wunderschön. Richtig lustig mit den kleinen Schneeflocken oder auch großen Schneeflocken. And I really love it. And it's really working with the fairy lights. Ja, ich finde den richtig knuffig. Mir gefällt er richtig gut. Ja, ich schicke euch noch ein paar Bilder, ein kleines Filmchen und dann verabschiede ich mich. Schaut auf jeden Fall bei Sandra Rettig vorbei. I'm sure she made a wonderful design of this, wonderful piece as well. Ja, schaut einfach auch bei der lieben Sandra vorbei. Ich bin mir sicher, dass sie auch ganz, ganz toll gegossen hat. Ich bin mit meinem Guss sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich freue mich
euch beim nächsten Video zu sehen. Oh, schaut euch den knuffigen Rudi an. Okay, ich sag bis dann. Take care, guys. Thanks for watching. Bis dann. Tschüss.